Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dr. Chivago. Nein, Seven Days to Die natürlich. Und wir machen uns auf in die große Stadt, rennen hier hoffentlich jetzt keinen Bären über den Weg, fallen keinen Abhang hinunter und sind völlig am Arsch von der Ausdauer, weil wir keinen Alkohol genommen haben. Jetzt geht's uns aber richtig gut. Kurz gehen, damit sich's auflädt und dann werden wir unseren Buff nehmen. Boah, ist das nicht so steil? Ich möchte mir nicht nochmal die Kräten brechen auf dem Weg darunter. Das sieht aber ganz gut aus jetzt. Die Hundehorde haben wir uns hinter uns gelassen. Ja, da war eine. Wir haben drauf geschissen. Fertig. So. Weil wir wollen ganz früh los. Gibt es irgendwo was, was wir noch nicht aufgedeckt haben? Das ist gar keine schlechte Richtung. Mehr hier so runter. Genau. Und dann geht es auf in die Stadt. Wir haben eine große Stadt entdeckt. Die wollen wir uns auch ansehen. Räusper, Räusper. Entschuldigung. Oh, 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 oh. Nein, da werde ich nicht lang gehen. So. Und diese große Stadt. Ah, super. Da decke ich auch noch fremdes Gebiet auf. Und diese große Stadt hat viele, viele Häuser. Das heißt, viele, viele Bücher könnten da auf uns lauern. Und das ist der Grund. Wir wollen außerdem noch billiges Metall aufsammeln und mitnehmen. Und was uns so vielleicht an Kleinigkeiten noch in die Hände fällt. Vielleicht hat der ein oder andere ängstliche Hausbesitzer die ein oder andere Pistole noch bei sich gebunkert. Oh, gehe, nicht rennen. Und gut geht's. Und dann ist das natürlich ganz schick, wenn wir die mitnehmen. Wir lassen links und rechts erstmal blind alles liegen. Das ist jetzt gar nicht unser Bestreben. In die Stadt und in die Stadt. Das ist die Devise. Klares Ziel vor Augen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen konzentrierter arbeiten. Seven Days to Die ist nicht mehr so, wie es in der letzten Alpha war. Wir müssen jetzt so ein bisschen zielgerichteter vorgehen. Ein bisschen schlauer agieren. Und jetzt biegen wir ab. Es ist noch nichts zu sehen. Bin ich noch richtig? Jo. Ich könnte eigentlich gerade so weiterlaufen. Das ist gar nicht mal verkehrt. Ja, bist du eine gute Stunde unterwegs? Muss man sich merken für den Rückweg. Hier geht es schon wieder gefällemäßig nach unten. Was geht? Es ist moderat. Noch ein bisschen schwierig gelöst, weil der Schnee einfach ausgeblendet wird. Anstatt dann zu sagen, ab hier ist die Kante, ab hier schneit es dann oder ab hier liegt dann kein Schnee mehr. Der Rest bleibt Schnee. Also wäre so als Idee, aber ja, ist ja nur so ein kleiner Vorschlag. Ist aber natürlich schwieriger programmtechnisch umzusetzen als so, wie es jetzt ist. Das weiß ich selber. Von meinen bescheidenen Programmierkünsten kann ich das her einordnen. So, wir sind bei der Stadt. Die Frage ist, wo beginnen wir? Ich hätte gesagt, hier oben. Also, für uns gefühlt am Anfang. Das setzen wir auch gerade mal. Scroll, 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 scroll. Ein Punkt, einen Marker und dann geht es auch schon los. Ich will gar nicht großartig looten. Ich will einfach nur mitteilen, du bist hässlich und du musst sterben. Und jetzt geht's los. Licht an. Danach bin ich scharf. Auf sowas. SMG haben wir gelernt, aber die können wir schon. Geil. Ich glaube, ich muss hier aber erstmal für Ruhe sorgen. Den haben wir genommen. Das ist das Leichte. Wo ist er denn jetzt? Herrgott, und das wollte ich auch setzen. Habe ich nicht gemacht. Scheiße.
Da ist offen. Gibt es hier nicht ein Stockwerk noch nach oben? Sowas kann ich natürlich auch gerne mal einsehen. Das nehme ich. Den Rest lasse ich erstmal da. Weißt du was? Den ganzen. Ja, eventuell. Oh, zu nah! Ein Dicker. Den kann ich jetzt nicht da lassen. Das ist auch geiler Stuff. Also Scrap. Und natürlich. Nein. Dahin soll dieser Scheiß. Ihr seid Stoff. So. Das Haus habe ich jetzt erstmal durchgeguckt. Ich gehe der Reihe nach. Das heißt, das hier ist die nächste Hütte. Hier ist nichts außer der Leiche. Die könnte interessant sein. Ist sie auch. Vielen Dank. So, gleich weiter. Das Haus. Na, komm schon. Einfach mal rein raus Aktion. Das ist Scrap. Ist hier was Interessantes drin? Ja, ist es. Das konnte man ja alles gebrauchen. Jetzt müssen wir nur schnell machen. Das ist Schwachsinn. Das ist cool. Das heben wir mal schön auf. Den Stuhl braucht kein Mensch und das kann man scrappen. Ja, schon wieder 1000 Sachen dabei. Alles Scheißdreck. Ein Rucksack. Wenn der genauso ergiebig ist. Leder Leg Armor ist natürlich besser als den üblichen Scheiß, den wir hier so haben. Das ist Scrap. Wir haben Stoff. Die ist besser. So, mal ganz schnell hoch. Ah, Bücherschrank. Das ist das, was wir suchen. Und den kennen wir noch nicht. Lederschematik. Read. Leder Chest Armor können wir. Aber wir können keine Lederverarbeitung. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Das nehme ich gerne mit. Da ist Scrap und ein Rohr drin. Ha! Ich wusste. Ich schon's gewusst. Aber ich glaube, in den Keller sollten wir wenigstens reingucken. Ups. Rein, sag ich. Da könnte ja, ich sag's noch, da könnte was Geiles drin sein. Das können wir strappen, das kennen wir schon. Aber die Munition nehme ich mit. Das ist Schrott und das ist Scrap. Spiegelschrank wegen Antibiotika oder sowas? Nein, gut, dann nicht. Das hätte er sein können. So, da ist nichts weiter, alles klar. Dann haben wir hier doch schon das Haus durch. Und links von uns ist das nächste. Das wäre das hier.
So, ich hoffe, hier oben ist auch noch mal Bücherschränkchen. Ja, so muss das laufen. Ah, nichts drin. Ärgerlich. Na, wir nehmen ein bisschen Scrap mit. Schauen uns schnell im Haus um. Ich hoffe, dass wir auf die Art und Weise relativ viele Häuser auf die Schnelle nach relevanten gecheckt bekommen. Scrap und ein Rucksack. Da konnte was Ergiebiges drin gewesen sein, eventuell. Und ab in den Keller. Ist uninteressant. Ja, warum nicht? Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Tabletten. Nee. Da ist bestimmt nichts Gescheites drin. Jawohl. Kurz im Dreck gewühlt. Nix. Alles klar, wieder raus. Das war jetzt. Naja, das ist, man muss halt alles durchgucken, ne? Ups, komm raus, komm raus, komm raus. So, jetzt hier wieder raus. Links ist das nächste. Das passt. Ah, hier geht's hoch. Eine Leiche. Das ist auch okay. Schade, nichts drin. Ein Koffer. Nee, ist jetzt auch nicht so das Highlight. Okay, vielleicht im Keller was Gescheites. Ein leeres Glas, das nehmen wir mal mit. Schränksche. Tanktop. In der Farbe. Ich schätze angezogen in der Farbe. Scheißegal. Sieht ja eh keiner. Ist ja die Apokalypse. Ist ja eh keiner mehr da. Das nehme ich. Der Rest ist uninteressant. Was ist da drin? Alkohol. Das ist sinnvoll. Ich vermute mal ein Safe. Die Frage ist, habe ich Zeit für ein Safe zu looten? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir sind auf der Suche nach Büchern. Wir wollen hier die. Komm raus. Die Häuser nach Büchern und sonstigem gescheiten Zeug verwursteln. Das ist Scrap Iron. Zweimal Scrap. Enforcer Magazin, das kenne ich aber bereits. Irgendwas ist noch im Scrap drin. Ah, das Papier war das. Okay. So, raus. Das nächste. Links von uns, da kriegen wir vielleicht sogar eine Reihe geschafft. Oder zwei oder so, müssen wir mal gucken. Paar Patronen. Oh, lecker. Venison. Ja, das hat sich doch gelohnt. Wellness 105. Bam! Die Richtung stimmt. Das können wir scrappen. So. Rein in die Bude. Eine Schematik. Wir können First Aid Kits herstellen. Kann ich den nicht irgendwie scrappen? Oder? Nee. First Aid Kits. Wie geil ist das denn? Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, unter anderem. Scrap.
Das war schon nicht schlecht. Deswegen machen wir diesen Schnellausflug, sage ich jetzt mal. Um hier wichtige Schematics oder nützlichen Stuff zu finden. Auf die Schnelle natürlich, auf die Schnelle. Wir looten hier nur oberflächlich. Hunting Rifle Parts. Das ist okay, der Rest bleibt da drin. Das interessiert mich jetzt gerade nicht. Schnell in den Keller. Noch ein Rucksack. Jawohl, den kann ich auch scrappen. Da könnte auch mal was Interessantes drin sein im Spiegelschränkchen. Brandpfeile. Wir haben die Schematik für Brandpfeile. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupte, das werden wir auch austesten. Da bin ich neugierig. Aber vor dem Spaß kommt der Ernst und wir sind mit diesem Haus durch. Das nächste wäre hier ein Auto. Auto kann alles sein. Nehmen wir. Den nehmen wir. Den scrappen wir. Wir haben einen Hammer. Auch der wird gescrapped. Das ist eine Schematik, die ich schon kenne. Tabletten brauche ich jetzt gerade nicht. Da ist manchmal Kram drin, den man gut scrappen kann, aber jetzt war keiner drin. Das nehme ich, das nehme ich. Das Bier erstmal nicht. Okay. So, nehmen wir schön der Reihe nach. Das Scrap, was auf dem Boden liegt, nehme ich mit. Und hier drin ist ein Safe. Gibt auch zwei Scrap. Spiegelschränkchen. Alkohol ist gut. Ah, Buchlädchen. Ah, habe ich gerade gelernt. Wieso kann ich den nicht scrappen? Ah, da war noch was drin. Jetzt kann ich. Danke. Schnell nach oben. Uninteressant. Rohr und Scrap wäre okay. Könnte ich gut mitleben. Passt alles perfekt. Scrap. Oh, eine Leiche. Cool. Yes. Geiler Zylinder. Der 44er Grip ist Scrap. Okay, nehme ich mit. Das nicht. So, dann sind wir hier auch wieder durch. Schnell raus. Auto haben wir. Zwölf. Sehr gut! 106 Wellness, es läuft.
Wo ist das Ding hin? Gibt ein Scrap, also weg damit. Eine Schematik wird gelesen. Jetzt können wir eine kurze Schrotflinte. Die ist vollkommen uninteressant, aber wir können die Schematik. Da liegt nichts mehr. Dahinter ist ein Safe. Das habe ich hier schon gesehen. Es ist schnelles Scrap, von daher. Dann ist die Tür schon mal offen fürs nächste Mal. Außerdem will ich gucken, ob wir eine Leiche übersehen haben. Nein, alles klar. So. Da ist die Tür offen, das ist schick. Uninteressant. Leichen sind immer für Überraschungen gut. Ah! Buch! Buch, 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 Buch kenne ich leider schon. Also, Papier draus machen. Schade. Auch nicht schlecht. Zwei Bandanas. Hier ging es da auch irgendwo hoch. Da. Hoch aufs Dach. Ah, Rucksäckchen ist gut. Wow. Pistol Parts blau. Könnte interessant sein. Kann ich den scrappen? Und wenn ja, wie viel kommt dabei raus? Zwei. Tun wir das doch. Wir haben doch schon längst kundgetan, worauf es uns ankommt hier. Ist das dasselbe? Schade. Dann habe ich keine Verwendung. Vogelnest habe ich gesehen. Ist alles im Moment uninteressant. Ihr wisst Bescheid. Hier geht es um was anderes. So, wir sind durch. Im Schweinsgalopp raus. Raus. So. Eine Reihe sind wir durch. Die zweite Reihe, das wären drei Häuser, das schaffen wir. Was sind das da? Protest. Ammunition Book! Auf das habe ich gewartet. Bullet Tip Mold. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Endlich. Und Casing Mold. Wir können endlich die Patronenhülsen herstellen. Das ist der Grund, warum wir hier rumgeirrt sind wie die Dollen. Nehmen. Scrappen. Verdammt. Egal. Jetzt fehlt nur noch die Lederbearbeitung zum Glück. Und dann sind wir ungefähr da, wo ich hin wollte. Hier geht's direkt hoch. Na, komm. Eine Leiche. Munition. 10 mm, soweit ich gesehen habe. Die dicken Pillen. Was ist denn noch an Scrap? Ah, den Helm hat er noch nicht durch. Scrap, okay. Das könnte ich mal reparieren. Zur Abwechslung. Und das Ding auch. Oh, Bücher! Schade. Aber ich meine, kein Grund irgendwie zu jammern. Wir haben genau das gefunden, was wir wollten. Lief super. Bin echt zufrieden. So. Das haben wir durch. Genau hinter mir das Haus. Es müsste das hier sein. Oh. 18.24 Uhr. Passt alles. Scrap. So. Lass mich rein.
Bücher! Schade. War ein Versuch. Eine Leiche. Kleber, völlig unwichtig. Da haben wir uns etwas zu schnell gedreht. Ja, noch ein Beaker! Und Blutkonserven nehme ich natürlich mit, weil das die First Aid Kits von morgen sind. Die haben wir ja jetzt gelernt. Hemd ist uninteressant. Eine Schematik, aber wir können sie leider schon. Schmälert natürlich wesentlich. Oder? Schmälert unsere Frau? Nein, nicht wirklich. Hoppala, ich hab daneben gehauen. Sorry. Kann man ja wieder spachteln. So, das haben wir durch. Das heißt, die zwei kleinen Häuser hinter mir. Das haben wir auch. Das sind sozusagen hier diese Mini-Garagen. Da ist nichts drin. Ich muss mich, glaube ich, mal kurz orientieren. Raus hier! Oh, kommst du aus dem Menü nicht raus, ehrlich. Leiche, die muss ich schnell nachgucken. Nix. Also nix wie raus, heißt das. So. Ist das das nächste? Ja. Wird Zeit zu gehen. Das ist Scrap. Mehr. In der Stunde geht die Lauferei los. Das schaffen wir nicht mehr. Oh, eine Schematik. Reed. Iron Leg. Spitze. Das fehlt echt die Lederverarbeitung. Was denn für eine Gehirnakrobatik? Wieso ist denn da kein Schuss drin? Ja, jetzt aber. Was mache ich denn da? Alkohol, sehr gut. Na komm, 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 schneller jetzt. Ich hab's eilig. Scrap. Scrap. Nur Mist. Scrap. Jetzt wird es Zeit, dass wir gehen.
in diese Richtung. Okay, es ist Runtime. Ja, dann mal auf. Ja, ich habe gesehen, dass du da bist. Tag 30. Und wir haben guten Stuff gefunden. Das ist cool. Sau cool. Jetzt muss man echt aufpassen, wo man hinrennt. Vielleicht ist die Schrotflinte dann hier jetzt im Moment doch die bessere Wahl. Das hier sieht nach Ebene aus, nach wenig Ärger. Verdammt, die Schrotflinte hat keine Taschenlampe. Ich würde mir dann gerne mal eine Taschenlampe bringen lassen. Tja, meine alten Waffen haben alle Taschenlampen gehabt. Jetzt sieht es im Moment dünn aus. Die Taschenlampe von der Schrotflinte war schön. Das war so ein richtig großes, angenehmes, helles Licht. Die Stirnlampenfunzel, die... Naja. Sie ist da. Man kann sie benutzen. Aber eigentlich finde ich es auch wieder gut, dass es doch so funselig ist. Es ist ja nur eine Stirnlampe, so wie so ein Carbidlämpchen. Das ist dann ganz gut. Und eine schöne Taschenlampe leuchtet natürlich ganz kraftvoll. Das ist, also eigentlich gefällt es mir doch ganz gut, muss ich sagen. Hoffentlich nicht ein Bär vor uns. Ne? Zombie? Zombie ist gut, ist okay, damit kann ich leben. Ja, ja, rennt ihr alle mal. Frage, ob ein Bär in der Nacht noch mehr rennt, als er es eh schon tut. Das weiß ich so gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich renne viel zu langsam. Das kann natürlich täuschen. Ich glaube, ich muss... Ah, falsch Richtung. Ah. Wieder mal in die falsche Richtung. Statt nach hinten nach vorne gelaufen. Bin ich denn überhaupt richtig? Fuck. Die Richtung hatte gestimmt. Ich hatte mich täuschen lassen. Ja, mit der Funzel, das ist noch nicht so... Boah, ich sehe gar nichts. Ich sehe fast nichts mehr. Schlechtwetterlage, sag ich da nur. Boah. Boah, ist das schlecht zu sehen. Ich bin an diesem Aufstieg, wo ich so auf halber Höhe rüber kann. Boah. Hier wollte ich doch eine Markierung setzen. Nicht schön, aber selten. Wir sind da. Okay, bringen wir erstmal unseren Krempel weg. Das kann weg. Ich hatte auch noch einen Beaker gefunden. Den tue ich jetzt hier mal platzieren. Treibstoff. Einfach mal hier.
Papier, Stack zu 250, gut zu wissen. Den Alkohol schmeißen wir hier rein. Wir haben Wasser gefunden und leere Gläser. Viele leere Gläser, die sollen aber da unten hin. Munition, Schwarzpulver, Patronen. Hunting Rifle, Pistol Parts und Pump Gun. Pistol Parts? Oh ja. Oh ja. Zweimal Hunting und ein 44er. Ach so, hier ist schon die bessere. Okay. Shotgun. Brennholz. Ich habe doch eine Hunting Rifle gehabt, oder? Wo ist denn die? Sehe ich gerade mal nicht. Ersatzwaffen sind hier. Hab ich mir nicht eine Hunting Rifle gebastelt? Ich hatte mir doch eine Hunting Rifle. Wo zum Geier habe ich die denn jetzt wieder hingepackt? Eine Hunting Rifle liegt bei mir im Brennholz, ey. Was soll denn das finden? Könntest du schon wieder am Rad drehen. Das Barrel ist natürlich viel geiler. Die Parts sind aber nicht so dolle. So, meine gute 44er hat die gute Trommel. Und die schlechte hat jetzt auch eine gute Trommel. Die Parts, ja, sind auch Scrap. Das ist Scrap. Pistolenparts. Das ist meine Ersatzknarre. Bauen wir mal schön zusammen. Das ist Scrap. Durchladen. Durchladen. Auch du. Für die habe ich keine Munition. Für den hole ich mir jetzt eine. Achso, muss ich ja reparieren. Ersatzknarren. Habe ich keinen Weapon Repair mehr gehabt? Ehrlich nicht? Ah, wenn es so ist. Repair Kits. Geht schon wieder los. Ich habe kaum... Ich würde erstmal sagen, die Hunting Rifle, die ist vielleicht wichtiger. Da kriegen wir die wenigstens komplett repariert. Der Rest auf die Schrotflinte. Ersatzknarren hier unten hin.
haben wir noch einen Beaker. Ach komm, lass mal hängen. So, das ist der Ersatz für die Schrotflinte, wenn sie da mal kommt. Da kann ich inzwischen auch wieder was Besseres herstellen, aber ich repariere es trotzdem erstmal. Wir haben gar nicht die Ausrüstung, um da großartig rumzumäkeln. So, mal was anderes in die Hand nehmen. Ich habe ein bisschen Eisen mitgebracht, das würde ich auch gerne einschmelzen. Dass wir wieder ein bisschen auf Touren kommen. Ups, das war zu viel. So. Und dann hätte ich gerne Molds. Ah, endlich. Oh ja. Perfekt. Lange über die Zeit. Ach, herrje. Gut, wir machen hier eine Cut. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ding dong, wir haben die Moles, die wir wollten. Und ihr könnt mir gerne den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich an der nächsten Folge wieder. Hier bei 7 Days to Die. Also bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Netz. Tschüss.